So. Wer hat noch Scheiße gebaut letzte Woche? Richtig, die Heute-Show, meine Damen und Herren. In der letzten Ausgabe, da zeigten wir einen Ausschnitt, der eigentlich folgendermaßen hätte laufen müssen. Hier auf dem Dorf gibt es ziemlich viele Leute, die rechter Meinung sind und die einfach sagen, ich möchte nicht mehr die NPD wählen, weil die mir zu rechtsextrem ist und deswegen wähle ich jetzt die AfD. Weil die, also ich sage immer, das ist die NPD freundlich. So. Bei uns letzten Freitag hat dieser Clip leider den entscheidenden Halbsatz später angefangen, nämlich so. Ich möchte nicht mehr die NPD wählen, weil die mir zu rechtsextrem ist und deswegen wähle ich jetzt die AfD, weil die, also ich sag immer, das ist die NPD freundlich. Ist klar, damit hat sich die Aussage um 180 Grad gedreht. Marlena Schiewer ist jugendpolitische Sprecherin der Linkspartei in Görlitz und stand jetzt plötzlich als AfD- und NPD-Fan da. Dafür habe ich mich letzten Samstag schon telefonisch bei ihr entschuldigt. Zum Hintergrund, wir scannen das komplette Fernsehprogramm jeden Tag auf brauchbare Ausschnitte. Und dieser Clip, der wurde schon im letzten September fatalerweise in der gekürzten Fassung bei uns im Archivsystem abgelegt. Nur mit dem Zusatz O-Ton Passantin. Und leider haben wir es als Redaktion versäumt, uns den alten ARD-Beitrag nochmal zu besorgen und ihn wenigstens einmal ganz anzugucken. Das war, ja, nachlässig. Das war richtig schlecht, aber nicht böswillig, denn wir sind hier zwar ziemlich skrupellos, muss ich zugeben, aber aus einer jungen Frau, die sich gegen Rassismus engagiert, mal eben absichtlich eine Rechte machen, so skrupellos sind wir dann auch wieder nicht. Macht's aber für Frau Schiewer natürlich nicht besser. Deshalb entschuldigen wir uns hier nochmal in aller Form. Los, Jungs, zack. Moment, Moment. Tut's euch leid? Ich kann nichts hören. Entschuldigung, Frau Schiewer. Schon besser. Deutlich besser. Okay, das machen Sie jetzt, weil es Ihnen gefällt. Das müssen wir nicht bis zum Ende gucken. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu den Ohren.